Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Raid Shadow Legends. Ja, und es ist soweit, wir haben aktuell die Skeletor-Jagd am Start. Da freue ich mich auch schon sehr. Ich habe das jetzt hier mal offen gelassen für euch zur Info. Ging vorgestern los und es gibt in der ersten Phase jeden Tag jetzt hier erstmal Gear. Am siebten Tag bekommen wir Skeletor. Dann noch so ein paar tolle Goodies, ne? Hier haben wir dann schon die 2-Sterne-Seele für ihn. Und in Phase 2 geht es dann weiter mit dem Avatar dann später noch, der 3-Sterne-Seele, der 4-Sterne-Seele und der 5-Sterne-Seele. Und wir bekommen hier sogar noch einen Elementarsplitter dazu. Ist das nicht mega? So, wir haben eine Menge vor heute, denn ich habe... Achso, ja, meinen täglichen Login kriege ich ja auch noch. Ich habe ein bisschen was gespart für heute. So, wir werden jetzt hier... Ich habe auch noch nichts gemacht. Das wollte ich gemeinsam mit euch erledigen. Ich habe übrigens einen neuen legendären Champion bekommen. Jetzt ist mir der Name schon wieder entfallen. Kleinen Moment, das haben wir gleich. Hier ist er. Drexa Blood Twin. Ich könnte mir noch einen weiteren abholen. Aktuell bei der Fragmentbeschwörung. Und zwar Jakal. Da habe ich die 100 Fragmente zusammen, die man ja im Clan-Shop bekommt, wenn man die Clan-Aufgaben immer erledigt. Aber das hebe ich mir noch auf, wenn wir wieder CVC haben, also Clan-Krieg. Dann bekomme ich da nämlich auch Punkte für. So, ich will heute so viel wie möglich hier mit euch schaffen. Und es gibt hier heute ein richtig krasses Highlight, denn ich hau was raus. Ja, ich hau 80 blaue Splitter raus, Leute. Ja, da freue ich mich schon sehr. Es gibt da auch ein Event momentan, deswegen nehme ich die Folge jetzt hier auch schon wieder ein paar Tage früher auf. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube 3 oder 4 Tage früher, weil das Event geht nicht so lange. Wir machen hier erstmal unsere fortgeschrittenen Missionen, 2 Abschnitte der verlorenen, nicht auf schwer. Warum ist das hier auf schwer? Denn das schaffe ich nicht. So, das ist völlig wurscht, da kann man auch 2 Abschnitte nehmen, die man schon erledigt hat. Das zählt ja trotzdem. Ich will das jetzt hier mit euch schnell im Schnelldurchlauf alles erledigen, damit wir dann nachher uns die 80 Splitter gönnen. So. Ich hoffe natürlich, dass wir wenigstens einen legendären ziehen heute. Ja, wirklich ein toller Clan, in dem ich hier bin. Wir helfen uns gegenseitig, unterstützen uns, haben auch Discord am Start. Und ich bin immer so ein bisschen Discord-faul. Ich muss auch gestehen, ich finde das recht unübersichtlich. Also mir gefällt das nicht wirklich. Ja, ich habe früher Teamspeak gehabt. Aber ja, okay. So, machen wir gleich Replay, damit wir die beiden Dinger im Kasten haben. Ich habe ja einen Wunschhelden, den ich unbedingt haben möchte. Hefrak. Spricht man den so aus? Hefrak, Hefraak. Ja, das wäre schon nice, wenn wir den kriegen, aber das glaube ich nicht. Wir werden wahrscheinlich wieder irgendwas ziehen, was wir nicht wirklich gebrauchen können. Aber ich denke mal, also oder ich sag mal, bei 80 Splittern müsste doch ein legendärer Safe sein, oder? Also wenn wir da jetzt nur blaue und epische ziehen, dann gehe ich enttäuscht aus dieser Folge raus hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann deinstalliere ich das Game wieder. Nein, Quatsch. Ich bleib natürlich dabei. Ich habe auch schon Platz gemacht in meinem Champion-Lager. Ja, ich habe ein paar blaue in die Höhle verschoben, in die erste Höhle. Ja, verfluchte Stadt ist bei mir auch gerade Ende. Nee, Quatsch, nicht verfluchte Stadt, der Turm. Das ist bei mir auch Ende im Gelände, weil ich bin jetzt bei der 2. Fee angekommen.
reguläres Paket, das holen wir doch gerne ab. So, hier können wir jetzt noch nichts holen. So, haben wir hier auch unsere Belohnungen. Und die Dinger löse ich hier heute auch wieder alle ein. Ja, ihr kennt das. Ich habe die gesammelt. Ich bin ein Energiesammler. Ja, guckt euch das an. Ich glaube, so hoch war ich noch nie. Nice. Mega. Wir haben 15.000 Energie erreicht, Leute. Ja, ich habe ein bisschen Energie verballert in letzter Zeit bei Events, die mir gefallen haben. Wo ich mir dann sagte, da wollte ich auch die Belohnung haben. Da habe ich auch knapp 10.000 rausgehauen, aber ich habe ja dann immer noch Energie übrig gehabt. So, versuche viermal Schmuckstücke zu verbessern. Ja, das ist nicht schwer. Schmuckstücke. Ja, da muss ich immer drauf achten, dass ich jetzt nicht aus Versehen hier. So. Machen wir das. Auf Level 16. Haben wir wieder eine Menge Kohle ausgegeben. Das wollte ich eigentlich nicht. Champion Pass Herausforderung abgeschlossen. Stimmt, der ist ja heute auch. Was muss man hier machen? Verbrauche 100 Energie. Wir haben jetzt übrigens hier auch zwei Pässe. Das ist neu. Bei dem ersten, der jetzt hier gerade offen ist, kann man dann He-Man bekommen. Aber auch nur im Goldpass. Den muss man sich dann kaufen. Aber wir bekommen hier immerhin einen Avatar umsonst. Und hier hinten gibt es noch einen schönen Schinken. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das mit der 100 Energie schaffen wir heute auch noch. Und dann gibt es noch den regulären Schmiedepass, den ich ja auch jeden Tag erledige. Eine Waffe auf Level 8 verbessern. Ja, ganz, ganz toll. Habe ich hier noch einen, dessen Waffe noch nicht auf Level 8 ist? Ja, hier. Tainix. Giftblume. Machen wir das gleich mal. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. So. Ich bin ja so ein Typ, ich erledige täglich immer alles. Ja. Leeren Champions schlagen, 25 Champions in der Klassik-Arena, das ist mies. Besonders auf meiner Stärke. Hier, war ich gestern auch stolz, ne? Habe ich mit 272k, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Können wir aber gleich nochmal gucken im Index. Die habe ich geschlagen, die alte. War ziemlich schnell, aber ich habe es trotzdem hinbekommen. Ja, und ihr seht's ja, ne? Ich habe jetzt hier einen, den ich angreife. Ich weiß nicht mal, ob ich den schaffe. Also wahrscheinlich werde ich das heute nicht in der Folge mit euch gemeinsam erledigen können. Mal gucken. Mal gucken. So, solange wie der Steinhaut drauf hat, ist das mies. Ich glaube, da funktioniert auch kein Debuff bei ihm dann, ne? Den müssen wir echt... Achso, jetzt hat er ihn weg. Gut, sehr schön. Ah ja, Schaden nimmt er, der Gute. Auszählen kann er nicht. So, mal gucken, ob das klappt. Der Uni heute Splitterfest, ja klar. Ich mache erstmal meine Dailies und dann hau ich die 80 raus. Ups. Naja, die wissen, was gemeint ist. Oh, der heilt sich aber doch hoch. Könnte schwierig werden. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich habe das im Clan gestern schon angekündigt, dass ich heute mein Video mache hier. Fall um! Du Sau. Zugmeter-Clown geht auch nicht bei ihm. Stun funktioniert nicht. Der hat wahrscheinlich ziemlich viel Widerstand. Der hat nicht mal Brimstone bekommen bisher. Nicht mal das geht. Vielleicht sollte ich hier auch nur die Standardattacken nehmen. Alter Falter.
Na gut, der Blitzkäfig, der schützt, glaube ich, auch vor Debuffs. Und ich habe mich mit dem noch nicht so auseinandergesetzt, mit diesem Segen. Aber den müssten wir schaffen. Ja, jetzt ist er gestunt gewesen. Sehr nice. Bäm, das war's. Sehr schön. Ja, leider nur ein Champion. Wie gesagt, das mit dem Schmiedepass werde ich jetzt in dieser Folge wahrscheinlich nicht mit euch gemeinsam machen. Das dauert mir zu lange. So, kämpfe in der Tag-Team-Arena mit einem Team aus einer Fraktion. Ja, das ist mega, weil ich habe mein Angriffsteam so zusammengestellt, dass ich einmal hier oben eine Fraktion habe und hier habe ich, nee, Quatsch, ein Element. Hier habe ich eine Fraktion, so dass ich dann immer beide Aufgaben auch erledigen kann, weil die kommen immer im Wechsel. Dann schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Ich habe auch gerade wieder Clan-Aufgaben aktiv, wo ich Geschwindigkeit steigern und Def-Steigerung machen muss und das ist hier mein. Ah, das ist blöd. Jetzt hat er meine Buffs blockiert. Aber das müssten wir trotzdem schaffen, wenn ich mir die Helden hier so angucke. Brauche ich jetzt nicht neben den Buff. Kann er sowieso nicht. Ach doch, hätte er setzen können. Klar, war ja schon wieder weg. So, das dicke Ding erstmal weg hier. Schadenrefleck. Dann machst du Schild. Hau mal den hier um. Oh, der hat aber auch gut Defensive. Jetzt habe ich Brimstone ausgelöst, da achte ich auch immer nicht drauf. Ja, den kriegst du nicht klein, da kannst du probieren, wie du willst. Hehe. So. Ja, ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe schon gesagt, ich möchte wenigstens mit einem Legendären hier heute nach Hause gehen. Nebeltritt ist auch so assi, ne? Mann, das gibt's doch nicht. Alter. Daumen sind gedrückt. Vielen lieben Dank. Komm. Alter, fall endlich um, Junge. So, den machen wir auch noch im Automodus. Der dritte Kampf ist dann egal, wenn wir den jetzt hier gewinnen sollten. Das hier ist mein Solala-Team. Ja, ich habe hier zwar ein paar gute Helden bei, aber es ist nicht unbedingt das Beste. So. Ja, hat auch wieder nicht funktioniert. Schade. Gucken, Zugmeter beeinflussen. Hat funktioniert, jawohl. Alter, der hält aber auch eine Menge aus, der Typ da, ne? Junge, was ist mit ihm? Truppenschutz. Der heilt sich immer hoch, wenn er Schaden nimmt. Und das auch extrem. Der nimmt auch kaum Damage. Ich glaube, da werden wir den Kampf abbrechen können. Ich meine, den dritten müssten wir ja sowieso gewinnen. Ich lasse mal kurz im Automodus ein bisschen laufen. Mal schauen, wie sich das entwickelt hier. Ah, das macht keinen Sinn. Den können wir überspringen.
So. Aber das sollten wir gewinnen hier. Oh. Sehr schön. So, dann müssen wir die Aufgabe abgeschlossen haben. Jawohl. Drei Fraktionskriegsabschnitte ohne Champion-Verluste. Das ist immer so eine Sache. Ich habe das schon oft gehabt. Hier habe ich schon drei Sterne, dass wenn ich den jetzt hier nochmal mache, ich ausgerechnet dann Champion-Verluste habe. Goldschlüssel im Turm verbrennen. Wo hat er denn die her? Ah, da geht's schon los. Erstes gefallen. Ich meine, wenn die wiederbelebt wird und am Ende steht... Hard-Modus. Die Fee. Aus Versehen. Aha. Ich bin froh, wenn ich die im Normalmodus schaffe, die zweite. Die erste habe ich ja klein gekriegt, aber die zweite, die da sehe ich keine Sonne. Da fehlt mir halt ein richtig guter Nuker, der die gegnerischen Spiegelbilder umhaut. Weil wenn die Fee alleine ist, dann geht das. Das ist machbar. Aber wenn du die Spiegelbilder halt nicht klein kriegst... Elferpass gekauft. Ja, toll. Wieder schön Kohle reingebuttert in das Spiel. Haremsdame, ja, das lese ich jetzt erst. Ich meine, Draconia kann er wiederbeleben und die heilt halt auch jeden Zug. Ich hätte einen kleineren Abschnitt nehmen sollen, das dauert ja hier so lange. Ich sehe nämlich gerade, wir sind schon bei 18 Minuten. Ich wollte die Folge heute nicht so extrem in die Länge ziehen. Ja, 30 Tage ohne Raid könnte ich mir auch nicht vorstellen. Oh, schon wieder umgehauen, die Gute. Alter, nee, das wird nichts. Ich werde einen kleineren Abschnitt nehmen müssen. Obwohl doch, eigentlich müsste sie sie nochmal wiederbeleben können. Jetzt müsste der Skill eigentlich bald wieder bereit sein. Immer noch nicht? Das kann doch nicht sein. Ich
Schauen wir einmal Zugmeter. Ich will das jetzt wissen hier. Warum kannst du sie nicht wiederbeleben? Das ist natürlich scheiße. Ja, hat nicht geklappt. Dann nehmen wir mal einen anderen Abschnitt. So, Start. 3 musste ich machen, ne? Einen leeren Splitter habe ich übrigens auch noch auf Tesh. Ich habe ja gehofft, dass ich da noch ein paar mehr habe. Ich muss aber auch gestehen, dass ich in der Zwischenzeit auch ein paar meiner leeren Splitter ausgegeben hatte, weil da war so ein Event. Das hat mich dann auch gereizt. Aber die blauen habe ich halt aufgehoben. Ich meine, ja, ich glaube, ich habe 10 habe ich geöffnet. Aber das war auch nur, weil da wieder irgendeine Chance mit irgendwas war. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also insgesamt hätten wir heute bestimmt, wenn ich alles aufgehoben hätte, über 100 Splitter öffnen können. Dauert mir hier echt zu lange, ne? Ich muss aber auch sagen, bei dem Fraktionsabschnitt hier bin ich schon ziemlich weit. Man sieht es ja am Level der Gegner. Ich hab was. Ich hab jetzt fast alle meine Epics doppelt außer Warcaster. Oh. Hut ab. Epics habe ich, glaube ich, 1 oder 2 doppelt. Bin mir jetzt nicht sicher. Was mit Skeletor? Ich schau mal, glaube, das mache ich wirklich, wenn der Skeletor da ist. Ja, auf Skeletor freue ich mich auch schon. Besonders, weil man halt bei ihm auch eine 5-Sterne-Seele im Endeffekt mit dazu hat. Och nee, oder? Haben die sich nochmal wiederbelebt, die Hunde? Was ist Verarscher? Ach, bestimmt irgendwas mit der Fee, ne? So, ersten haben wir. Wir werden jetzt hier aber mal die andere Gruft nehmen. Hier bin ich nicht ganz so weit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nichts. Wir probieren es mal. Ja, ich hätte meine Splitter natürlich auch für den nächsten CVC aufheben können. Dann hätte ich ordentlich Punkte bekommen. Aber ich mache das gerne mit euch hier in den Videos. Das gehörnte Vieh. Weiß ich jetzt auch nicht, was er damit meint. Das könnte jetzt hier auch schwierig werden.
Ja, es war so klar, ne? So, auch wieder nicht geschafft. Mann, das ist doch ätzend. Ja, Karl ist ein Nuka? Okay. So, ich glaube, einmal müssen wir noch, ne? Bin von dem Heffrag nicht so überzeugt. Warum nicht? Ich möchte ihn unbedingt haben. Immer wenn ich den in der Arena hatte, dann hat er mein Team zerlegt. Sag ich doch, mega geil, klar. Also ich habe noch keinen Heffrak besiegt bekommen. So. Erledigt, jawohl. Was haben wir noch? Beim Dämonenlord 8 Mille Schaden. Ist der schon so weit? Ne, in 2 Minuten. Also müssen wir das noch etwas verschieben. Oh, Hydra. Was habe ich da gesehen? Ist es schon soweit? Ich kann die Truhe holen. Nice. Ja, mega. Das hier, da kommt es mir mal drauf an. Ne? Ich will Mitralla irgendwann haben. Deshalb versuche ich auch jedes Mal beim Hydra mitzumachen und wenigstens die erste Truhe zu bekommen. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, einmal die Hydra anzugehen. Aber der Konflikt hat noch nicht begonnen. Okay. Gut. Dann, was müssen wir noch machen? Dämonenlord. Artefakte, Schmuckstücke aus Dungeons gewinnen. Okay. Haben wir jetzt gerade Feuerritter. Aber der dauert mir auch halt ein bisschen zu lange. Ich mach mal Drachennest, weil ich hier auch immer auf die Geschwindigkeitssets aus bin. So. Lassen wir auch mal schnell laufen. Dort Dingen. Hab da Komidus, der macht fast alle. Arena Champ, ja. Also Mitralla finde ich auch eklig in der Arena. Ich habe sie schon besiegt, aber es kommt drauf an, wie die geskillt und ausgerüstet ist. So, Drache müssen wir jetzt zweimal machen, dann haben wir die drei Artefakte auch safe. Es sei denn, wir bekommen hier zweimal nur ein Artefakt und einen Trank oder einen Splitter oder so einen Schrott. Aber hey, vielleicht gibt's noch einen blauen Splitter da oben, on top. Ja, Gold 5 ist natürlich auch nice in der Arena. Wenn man da einmal hingekommen ist, möchte man da auch bleiben, wegen der Belohnungstruhe. Die ist auch echt mega.
So haben wir schon mal zwei Artefakte. Nice. Eigentlich war der immer um 11. Wobei das ja jetzt gerade aktuell schon 11.19 Uhr ist. Also irgendwas scheint da auch nicht ganz hinzuhauen. Ich habe mich schon richtig auf heute gefreut, auf dieses Video, auf das Opening nachher mit euch zusammen. Ja, ich konnte die Nacht kaum schlafen, ich war so oft wach, ich habe auch davon schon geträumt. Also, ja. Das ist schon, ist für mich schon was Besonderes. Ich meine, klar, manch einer sagt, 80 Splitter sind nicht viel. Aber ich finde doch, das ist eine Menge. Das Schlimme ist aber auch immer, ne, dann hast du neue Helden, neue Champs. Und dann musst du die hochleveln, dann musst du die wieder ausrüsten, dann musst du die Ausrüstung auch wieder steigern. Und da geht so viel Kohle drauf, ja. Ich meine, ich war jetzt bei 15 Millionen, jetzt wieder knapp drunter gerutscht vorhin beim Gear aufrüsten für die Daily. Und man denkt immer, so 15 Millionen, das ist voll krass viel, aber eigentlich ist das nichts. Ja, das schaffst du an einem Champ zu verballern. Und dann hast du da gerade mal seine Artefakte auf 16. Dann bist du wieder bei 100.000 nachher im Endeffekt, ne? Das geht immer so schnell alles flöten, die ganze Kohle. So, Tagesmissi abgeschlossen. Nee, das, genau. Dann haben wir jetzt noch 5 Tag Team Arena Serien. Sollten wir vielleicht auch mal schnell fertig machen. So, das war Nummer 2. Ja, komm. Ist ja egal, ob wir verlieren oder nicht. Der muss runter. Kann so bleiben. Den mache ich mal lieber manuell. Das kann nämlich auch in die Hose gehen. Im Automodus. Magna. Magna habe ich auch schon. Komme mit dem aber nicht so recht klar. Ich habe den aber auch von der Ausrüstung her jetzt noch nicht perfekt. Ah, ein Hit noch und er liegt. So. Das war jetzt Nummer 3. So, sollten wir die stärkste nach unten machen. Und der Rest ist okay so. Plus 2. Könnte interessant werden bei dem hier. Vielleicht haben wir ja bei den Clan-Boss-Truhen auch noch ein Splitter mit dabei, das wäre natürlich mega. Ist von der Zeit her auch ganz gut heute mit dem Video jetzt hier, das passt.
freue mich auch schon, wenn ich bei der Hydra irgendwann mal zweistellig Millionen Damage mache. Aber das kommt alles mit der Zeit. Man ist immer zu ungeduldig. Oh, die alte hält auch ein bisschen was aus. Ich meine, ich mag meine Adeline ja auch. Von daher war, glaube ich, auch mein erster Legi-Champ. Habe ich mich damals so gefreut. Aber die macht nicht viel Damage hier. Ah, heilende Schrift. Okay, der hat Brimstone, da muss ich jetzt aufpassen. Ah, schon wieder heilende Schrift. Und bam, das war's. So, das war Nummer 4, ne? Noch einmal, ich hätte nicht aktualisieren sollen, so wie es aussieht. Ah, doch, hier. Du musst wieder nach oben. 66, du kommst nach unten und zack. Ich meine, gut, da ist es egal, ob man gewinnt oder verliert. Man muss halt nur 5-mal kämpfen. Vier mystische Teile Schutz bei der Hydra. Ach so, aus der Truhe. Ich wollte gerade sagen, was meint ihr denn damit? Ja, mein Matthias mag ich auch. Das war so ein Chant damals, als ich den gezogen habe. Da dachte ich dann, klingt ja jetzt auf dem Papier von den Skills ja nicht so interessant. Ja, aber nachdem ich den hochgespielt habe, da hat er echt Spaß gemacht. Und ich finde das auch immer wichtig, dass man mit den Champions auch wirklich spielt, ne? Dass man die nicht gleich auf 60 hochzieht, ausrüstet und dann irgendwohin mitnimmt. Ich finde, man muss die erstmal kennenlernen und, ja. Damit du auch richtig mit denen umzugehen weißt. Wie gesagt, Matthias habe ich erst lieben gelernt durch meine ganzen Schlachten. Der kann auch abartig sein. Oder die, es ist ja eine Olle. So, dann hätten wir das auch erledigt. Wie sieht denn eigentlich der Bazar aus? Kann ich auch wieder meine Dinger kaufen hier? Jawohl, dann haben wir das nämlich auch gleich in der Tasche. Ich vergesse das oft. So, fortgeschritten müssen wir jetzt noch machen. Dämonenlord, ja. Können wir uns unsere Kisten auch abholen. Der ist gut, brauche ich zum Mischen. Da habe ich auch gerade eine aktive Aufgabe. Nice, noch ein blauer Splitter. So, dann machen wir gleich mal zwei Schlachten. Mal gucken, was rauskommt. Den einfachen mache ich mittlerweile auch gar nicht mehr. 18,92 Damage ist auch okay. Kann ich mit leben. Dann machen wir den schweren hier auch gleich noch im Automodus und Schnellkampf. Ich schätze 9. 9 Mille. Oh. Oh. Das ist gut. Das war gut. Ich habe bei dem Schweren auch schon mal mehr gemacht als bei dem normalen. Seltsamerweise. Aber das lag dann, glaube ich, auch mit am Element.
So, gucken wir mal kurz beim Altar der Seelen. Was hat denn der Seelenhändler? Will er mich wieder ärgern heute? Nee, heute ist okay. So. Dann. Genau, hier können wir uns ja auch wieder unseren ersten Stern holen. So. Klassik-Arena, fünfmal kämpfen, ja, wir können gucken, aber ich muss hier auch 25 Champs killen, ne? Das wird abartig. Das wird wieder einen halben Tag bei mir heute in Anspruch nehmen. Weil es ist äußerst selten, dass ich hier in der Standard-Arena wirklich Gegnerteams habe, wo ich sage, die schaffe ich auch. Die meisten sind ja mit Geschwindigkeitsaura unterwegs und da komme ich aktuell einfach nicht gegen an. Ja, das muss ich mir auch eingestehen. Könnte eklig werden hier. Ich glaube, das wird nichts. Ach, das ist ja wieder der gleiche hier mit dem Truppenschutz. Ach komm, nee. Da ich keinen Bock drauf. Da nehme ich jetzt den Verlust in Kauf, das ist mir egal. So, haben wir dann noch irgendwas, wo ich sage, das schaffen wir? Ich sage ja überall Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und nee, das wird so erstmal nichts. Dann 5 Silberschlüssel, Turm des Verderbens. Yep, mache ich den hier. Da weiß ich nämlich, dass wir ihn schaffen. Da haben wir wenigstens die Fortgeschrittenen schon mal im Kasten. Das frisst jetzt hier auch wieder Zeit. Wir sind schon bei über 40 Minuten. Ich wollte jetzt eigentlich schon mit euch die Splitter öffnen. Es gibt viele Champs, die solo mega sind, gerade auch in der Arena. Hat man da jetzt auch gerade gesehen bei dem letzten Kampf, den ich abgebrochen habe. Wenn der sich dann jedes Mal wieder so extrem hochheilt und wenn er dann auch noch Schild drauf hat, ja, dann habe ich meistens immer gar keinen Bock mehr. So.
Heute Morgen habe ich auch wieder bei Clash Royale meine lila Kronen gemacht. Das war auch wieder so ein Hassding. Bin ich immer froh, wenn ich das erledigt habe. Ich meine, man schafft es ja. Auch wenn man jedes Mal verliert und da immer nur 100, 200 Kronen bekommt. Nach 5, 6 Kämpfen hat man die 1000 ja auch zusammen. Aber es ist halt nervig. Da bin ich auch immer richtig aufgeregt. Ja, und gestern, nee, wann war das? Vorgestern, genau. Ist ja schon der dritte Tag. Wie ich das mit der Skeletor-Jagd gesehen habe, habe ich mich auch wieder richtig gefreut hier. Dann noch He-Man. Ich bin mal gespannt, ob die anderen Charaktere auch noch mit dazukommen. Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Crossover-Champions hier drin. Xena ist ja mit dabei. Was gibt's da noch? Da gibt's einige. Fällt mir jetzt bloß gerade nichts weiter ein. Ja, Loki hier zum Beispiel, ne? Oder Hänsel und Gretel sind dazugekommen. Auch Thor und Odin. Alles mit den Champions ist cool gemacht. Es gibt auch regelmäßig neue. Letztens kam, gestern glaube ich, hatte ich die Update-Meldung, dass es auch wieder neue Champions jetzt hier wieder gibt. Hält halt auch das Spiel am Leben. Weil irgendwann hast du halt alles. Ja, wenn du das hier wirklich regelmäßig und ernsthaft spielst. Und wenn es dann nichts mehr für dich zu erledigen gibt, wenn du dann wirklich so ein kranker Spieler bist und alles hochgezogen hast, dann freut man sich natürlich, wenn es neue Champions gibt. Schnitter hat mir auch schon oft das Leben gerettet. Oder Brimstone. Ich hatte manchmal auch in der Arena, da haben die dann meinen letzten Champion umgehauen. Und dann kam bei denen aber noch Brimstone runter und hat das Gegnerteam auch gelegt. Und dann hast du trotzdem gewonnen. Ja, auch wenn bei dir keiner mehr am Leben war. Aber wenn du die Gegner besiegt hast. Ich habe das auch bei der Zwillingsfeste schon oft gehabt, dass Brimstone dann der letzte Schlag war. Na los, ich will endlich meine Splitter öffnen. Aber ich glaube,
Ich würde richtig scheiße schreien, wenn ich hier heute keinen einzigen legendären Champion raushole, ne? Das mit Adelins Schlaf? Ich habe ja mal gesagt, ich finde das so unnötig, wenn sie das raushaut. Aber das haut halt auch Angriffsverringerer mit auf den Gegner. Und gerade bei der Hydra ist mir aufgefallen, dass das echt wirkungsvoll ist. So, die Fortgeschrittenen haben wir komplett. Gibt auch bald wieder ein legendäres Fähigkeitenbuch hier. Sehr schön. Bei den täglichen fehlt mir jetzt noch Arena. Drei Champions beschwören, das machen wir nachher sowieso einen Kampagnenboss dreimal schlagen. Können wir jetzt hier leider nicht aktualisieren. Kampagnenboss dreimal schlagen ist kein Ding, das kriegen wir schnell hin. Mache ich aktuell den hier mit Genauigkeit. Und noch einen zweiten dazu holen, den wir leveln können. Machen wir einfach mal ihn hier so. Was, wenn ich manche in der Arena sehe, halten die ewig durch. So, Nummer 1. Also ich mag Mitralla in der Arena auch immer. Ja, es ist ein ekelhafter Gegner. Ich möchte die aber unbedingt haben, weil ich mag die sehr. Schon alleine durch dieses Versteinern, was sie ja regelmäßig raushaut. Also die versteinert ja die Gegner, sobald die angreifen. Da ist halt eine Chance, ne? Und dann hat sie aber auch so eine AOE-Attacke, wo sie alle Gegner versteinern kann. Also das ist schon echt nicht ohne. Klar, mit Blocke-Debuffs kann man dem entgegenwirken. Aber ich finde, sie ist trotzdem ein starker Champion. War das jetzt der dritte Run hier schon oder der zweite? Der dritte, gut. Gucken wir jetzt nochmal in die Arena. Müssen wir ja... Ah, nee, können wir noch nicht erneuern. Dann kaufe ich mal schnell im Juwelenladen die Splitterpakete. So, das ist auch das Große, ne? 11 Splitter, genau. 1. Ich habe ja genug gespart. 2. 3. Und 4. Es hätte fast für ein fünftes gereicht. So, jetzt haben wir die... Ach nee, wir müssen die noch abholen. Genau, das habe ich nämlich auch in der einen Folge vergessen. Da ich dann mit meinem Inventar nachgeschaut und gedacht, hä, wo hast du denn das Zeug her? Aber klar, im Shop gekauft und vergessen einzulösen. 81 Splitter und es gibt gerade 2 Events. Das erste ist Progressivchance, da konnte man sich 2 Helden auswählen. Ich habe mir jetzt ausgewählt einmal Tribun Herakletes. Ja, da bin ich auch nach Skills gegangen. Und bei den Epischen war mir das egal. Gorgorab habe ich schon. Den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen habe ich mir hier Wogod ausgewählt. Der soll auch ganz gut sein. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ne? So, Fragmente. Ja, Karl hole ich im CVC ab. Das habe ich ja schon erwähnt. Jägerin haben wir vorhin gekauft. Bluthorn haben wir gekauft. Und Mitralla haben wir durch die Hydra nochmal bekommen. Sehr schön. Bin ich auch schon bei über 20. Ich gucke jetzt noch mal kurz in die Arena rein. Vielleicht haben wir ja Glück, aber so wie das hier aussieht, können wir das knicken. Ja, hier ist ein einzelner Wukong, den... Ach komm, was soll der Geiz? Probieren wir jetzt einmal, wenn wir jetzt hier verlieren, ist egal. Wenn wir gewinnen, ist schön.
Oh, der hat keinen Schild drauf. Viele der Wukongs, die ich in der Arena treffe, die haben dann so ein richtig ekelhaft Schild, der fast drei Viertel der Lebensleiste einnimmt. Und das kann dann schon... Oh, der ist abartig. Der ist richtig abartig. Das war jetzt Glück. So, gut. Dann haben wir jetzt erstmal alles soweit erledigt. Konnte ich mir hier noch was abholen im Dungeon Tower? Habe ich das gestern vergessen? Oder ist das durch heute? Oh, nochmal 15 Juwelen. Artefaktverbesserung, ja. 50 Energie nochmal. Okay, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Dann geht's jetzt los. Hier brauchen wir nochmal 100 Energie. Das machen wir nachher. Wahrscheinlich nicht mehr in dem Video. Und ja, das mache ich dann auch offscreen. Ne? Dann habe ich nachher noch ein bisschen was für mich zu tun. Also, so. So, jetzt geht's los. Bin schon echt gespannt wie ein Schlüppergummi. Also, machen wir den leeren Splitter zuerst. Da habe ich nur einen. Habe ich auch keine großen Erwartungen jetzt hier. Ja. Mykolus. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal, ne? Bin ich jetzt nicht sicher. Alles klar. Ich mache keine 10er-Beschwörungen, Leute. Ja, wir werden die alle einzeln abarbeiten. Und genau, das erste Event, Progressivchance, hatte ich euch gerade gezeigt. Und beim zweiten Event, deshalb nehme ich das Video auch etwas früher auf, weil das nämlich nur noch einen Tag, 21 Stunden geht. Wenn man einen legendären Champion bekommt, erhält man einen zweiten gratis noch dazu. Also, wir hoffen natürlich, dass wir einen legendären rausholen hier. Höllenfreak. Ja. Stachelkopf. Ja. Reißzahn. Oh, schön. Knochensammler. Ja, habe ich zwar schon, glaube ich. Greift ein Gegner an, 50% Chance, Death Verringerer. 50, ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Solaris. Moorwanderer. Questor. Fleischfresser. Was ich auch noch haben wollen würde, wäre schlechter. Berserker. Da habe ich zwar schon zwei von, aber ich möchte unbedingt 4 Stück davon haben. Heimatloser. Oh. Bäriges Eisenfell. Na, du bist ja ein Hübscher. Greift einen Gegner an. Chance von 35% Abklingzeit einer zufälligen Fähigkeit, das Ziel zum Einzug zu steigern. Und das bei einer Standardattacke. Das ist okay. Kann man auf bis zu 50% steigern. Greift ein Gegner zweimal an, jeder Treffer, Chance 75%, Zugmeter 5% zu sinken, okay. Greift alle Gegner an. Angriffsverringerer, ja. Bärige Brutalität, jeder Treffer bietet eine Chance von 50%, das Zugmeter des Ziels um 7,5% zu senken. Außerdem, ja, ist okay. Ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist nicht schlecht. Pack deine Titten ein. Lichtwache. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Wer hat denn Kerzen auf dem Helm? Oh. Gorgorab. Nein, das gibt's doch nicht. Ich meine, ist ja ein schöner Charakter. Also,
von den Fähigkeiten her kann man ja nicht meckern. Aber ich habe den nicht auf der Wunschliste, also nicht ausgewählt bei Progressiv. Was soll der Quatsch? Totem. Ja, Valerie habe ich auch schon. Gladiator. Magierin, okay. Da weiß ich noch, wie ich mich da abgequält habe, die zu bekommen. Doppelte Klinge. Keulenkämpfer. Slayer. Jetzt muss hier aber langsam mal was kommen, ey. Skink? Skink kenne ich auch nicht. Ignoriert Schild- und Blocke-Schaden-Buffs. Hm. Heilungsverringerung. Okay, das kann auch nett sein. Oh, wer bist du denn? Gorlos Helmor. Greift deinen Gegner zweimal an. Jeder Treffer füllt das Zugmeter dieses Champions um 10%, wenn das Ziel einen Death-Verringer, LP-Verbrennung oder Gen-Verringerer Debuff unterliegt. Ja, das lässt sich einrichten. Greift alle Gegner an. Death-Verringerer greift einen Gegner an, LP-Verbrennung. Oh, 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 schön. LP-Verbrennung finde ich sowieso genial. Freue ich mich. Tigerseele. Armina. Greift einen Gegner an. Chance 35% Lähmung. Greift alle Gegner an. 75% Chance Death-Verringerer, Debuff. Stiehlt Zielen 7,5% des Zugmeters, wenn sie Death-Verringerer, Debuffs unterliegen. Okay. Senkt das Zugmeter aller Gegner um 20%. Bietet eine Chance von 75% Gegner, deren Zugmeter vollkommen leer ist, für einen Zug Lähmung zu verpassen. Füllt das Zugmeter dieses Champions um 10%, wann immer ein Gegner einen Lähmung-Debuff erhält. Schiedsrichter. Ja, Klapperkopf. Tempelritter. Haben wir gefühlt schon 20 Mal gezogen. Erben. Bestrafer. Echse. So siehst du auch aus. Myrmidon habe ich auch schon. Es sind schon definitiv einige neue Champs dabei. Arcanist. Hexweaver. Genferringerer heilt alle Verbündeten. Crit-Quote-Steigerer. Axtgnom. Oh Mann. Oh Mann. Abschwörer. Wir nähern uns der Halbzeit und haben noch keinen Legi gezogen, ne? Abyssal, der ist nicht schlecht. Ja, den nutze ich gerne. In einigen Bereichen. Schmeißer. Odachi, den haben wir aber auch schon. Schlitzer. Ja, ich glaube, den habe ich auch schon.
Artel, ja, okay. Irrer. Hm, den kennen wir ja auch schon. So, Halbzeit ist erreicht. Wir haben jetzt noch 40 Splitter. Höfling. Ich mache mir jetzt echt langsam Sorgen. Magma-Blut. Nochmal der Schlitzer. Gladiator. Gebundene Schützin. Kräftiger Axtler. Oh. Arvid Zittergras. Greift einen Gegner an. Chance von 50% zufälligen Buff vom Ziel zu stehlen. Greift alle Gegner an. Entfernt vor dem Angriff alle Debuffs von diesem Champion. Und Chance von 75% zufälligen Buff von allen Gegnern zu entfernen. Greift einen Gegner an. Steigert den Schaden um 30%, wenn dieser Champion über keine aktiven Debuffs verfügt. Ignoriert zudem unsterblich Buffs, wenn dieser Champion über keine aktiven Debuffs verfügt. Okay. Ja. Hm. Bombardier. Schütze Tirlak. Hm. Besessener. Das gibt es doch nicht, ne? Avir, der Erzmagier. Wir haben jetzt noch 29 Splitter. Trugor. Todessänger. Garlic. Oh. Ist, glaube ich, auch einer der Starter-Champs. Gloriel Broodbane. Wanderer. Besessener. Ich fasse es nicht. Rächer. Fleischer. Lichtwache schon wieder. Ja, guck nicht so. Ich bin auch sauer. Ja, runischer Duidan ein zweites Mal. Einer meiner Lieblings-Champions aktuell. Aber nicht das, was wir ziehen wollen. Wir wollen einen legendären Champion haben. Riskarm. Wächter. Also es tropft jetzt schon so ein bisschen Angstpipi in die Hose, ne? Graubart. Schütze. Ich weiß nicht, habe ich den? Ich glaube, den habe ich schon. Das Spiel wird 15 Minuten gewartet. Das ist nicht euer Ernst. Aber erst in 30 Minuten, ne? Okay. Hm. Stachelkopf. Quargan. Greift einen Gegner an. Heilt alle Verbündeten. Verleiht allen Verbündeten dann auch noch Schild.
Perfekte Verschleierung, naja. Oh Mann, 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 komm schon. Grobian. Ich werde auch gleich grob hier. Wutschürer. Es wird immer schlimmer. Hyria. Alter, es kann doch nicht sein. Ritter gnadenlos. Zugmetersteigerung. Greift alle Gegner an. Auch wieder Zugmetersteigerer. Und heilt bei Crit. Abschwörer. Dunkle Assassinen. Schlechter. Alter, lass mich nicht hängen. Schädeleid. Fechterin. Stachelkopf. Ranger der Ghule. Grinser. Alter, ist nicht wahr. Lamibur. Das kann doch nicht sein. Das ist... Es ist doch nicht wahr. Ich könnte gerade... So, wir haben jetzt noch 567. Hier bekommen wir 3 raus. Ist das andere Splitterpaket gar nicht mehr da? Ich kaufe mir die jetzt hier noch. So. Kein blauer hier, schade. Ach so, erst wieder abholen. Höllischer Kobold. Champion-Kapazitäten steigern. Muss ich schnell in die Höhlen und wieder welche umswitchen. Umlagern. Vorzugsweise natürlich welche, die ich nicht so aktiv spiele. Ist auch egal. Also 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Haupthöhle. So. Oh Mann. Oh Mann. Lamella. Reumütiger. Fechterin. Ey, es gibt es nicht. Torux Langschwert und der letzte Splitter jetzt. Es kann nicht sein. Wirklich. So ein Dreck. 87 Splitter waren das jetzt, ne?
Das regt mich jetzt auch tierisch auf, weil ich bin davon ausgegangen, dass das eigentlich safe ist bei der Splitteranzahl, dass man wenigstens einen zieht, ne? Aber da hast du schon mal so ein Event, was dich lockt. Und dann kriegst du hier nicht mal einen. Das ist doch nicht wahr. Ich finde das wirklich verarsche, ne, wenn dann zusätzlich noch mit so einem Event hier gelockt wird. Alter, das ist zum Kotzen, ne? So. Wir machen jetzt hier noch schnell Zwillingsfeste. Ich hoffe, dass ich die Wartungsphase überstehe. Dann werden wir nämlich noch unsere Seelensplitter öffnen. Ich meine, ich hatte nicht viel Erwartung. Ich habe wirklich gedacht, ich ziehe dann nur diesen einen legendären und durch das Event kriege ich noch einen zweiten gratis dazu, ne? Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich bei über 80 Splittern jetzt hier vier legendäre ziehe oder so. Aber wie gesagt, wenigstens einen hätte ich wirklich erwartet, ne? Dass der bei der Splitteranzahl dann auch safe sein müsste. Ich meine, ist ja logisch, dass die Leute jetzt bei so einem Event natürlich auch ihre Splitter öffnen. Weil das lockt ja. Vor kurzem? Nee, ist schon eine Weile her. Ich weiß es jetzt tatsächlich echt nicht, wann ich meinen letzten legendären gezogen hatte.
Boah, es nervt mich wirklich richtig. Wie gesagt, ich habe mich schon so auf diese Folge gefreut. Ja gut, man kann sich aufregen, wie man möchte. Es bringt ja nichts. Ja, es ist nun mal passiert. Ich werde jetzt trotzdem nicht aufhören mit dem Spiel. Also, ich werde hier logischerweise weitermachen. Auch wenn es mich tierisch ärgert. Ja. Gerade auch, weil ich aktuell wirklich so das Gefühl habe, ich brauche einfach einen guten neuen Legendären, der eben auch mal ordentlich Schaden raushaut. Ja. Ja, aber deswegen geb ich auch generell kein Geld aus für solche Spiele. Ne? Man sieht's ja. Man hätte sich die blauen Splitter auch für echt Geld kaufen können, klar. Aber was hast du denn davon? Gar nichts. Also bei 0,5% Wahrscheinlichkeit. Rechnen wir das mal jetzt hoch. Ich mach mal kurz hier meinen Rechner auf. Also 0,5% war das jetzt, ne? Mal, wie viel haben wir geöffnet? 87. Da hätte ich eine Chance von 43,5%. Was habe ich? 43,7%? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Marken ich noch brauche. Man sieht hier auch leider nicht die Übersicht. Aber 43,7 kann doch gar nicht hinkommen. Was habe ich da gerechnet? Thank you.
Ja, aber du hast ja die 0,5% Chance bei jedem Splitter. Also rein von der Wahrscheinlichkeit her müsste da ja irgendwann einer kommen. Ah, jetzt habe ich KA geschrieben anstatt ja. Ich hoffe, dass die Wartung jetzt nicht gleich hier mir das Spielerlebnis abbricht. Ich meine, gut, es waren ein paar tolle epische dabei. Also, so ganz ohne Erfolg war es ja nicht, aber wir wollten halt einen legendären haben, ne? Es ist halt auch schade, dass ich mir jetzt nicht noch ein paar blaue Splitter gönnen kann irgendwo. Ja. So. Letzte Schlacht. Ich glaube, die Chance geht gar nicht auf 100%, oder? Ich meine, der Vorteil für mich ist jetzt natürlich, durch dieses Mercy-System, also das Gnadensystem, habe ich ja jetzt schon eine gewisse Steigerung auf die Wahrscheinlichkeit. Ja, durch diese 87 Splitter. Und, wenn ich jetzt nochmal so viele sammle, gut für die nächste Folge werden es wahrscheinlich nicht so viele sein, muss ich mal gucken. Aber vielleicht haben wir ja da dann Glück. Allerdings wird es dann eben dieses Event nicht geben, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass die das nicht so schnell nochmal raushauen. Und gerade deshalb habe ich das ja hier heute gemacht.
Ich glaube, der Helper zählt mit, ja. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, dann werden wir jetzt hier noch unsere Seelensteine beschwören. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Oh, Mutter Kybele. Schön, dass wir die haben. Natürlich nicht. Laser, ja, den habe ich auch schon. Abfängerin. Flicken. Was ein Name. Peiniger. Solaris. Ragener Titan. Beichtherr. Oh, 3 Sterne. Fluchweber. Grush. Geargrinder. Habe ich den noch nicht gezogen? Zillion. Auta. Malbranche. Kenne ich auch nicht. Moment, wir müssen ja noch den einen kaufen. Ach, reicht nicht mal ganz. Okay. Ja, gut. Dann ist das so. Okay. Ja. War sehr ernüchternd. Traurigerweise. Ich werde die jetzt nicht erwecken. Das mache ich dann in aller Ruhe nachher. Ärgerlich und ernüchternd. Wie gesagt, ich hätte so gerne wenigstens jetzt noch einen Splitter mit euch oder so geöffnet, aber ich glaube, ich kriege hier auch Champion Level in der Taverne steigern. Ich glaube, ich kriege jetzt hier nicht noch einen raus. Irgendwo als Belohnung. So, Classic Arena, können wir jetzt hier noch was machen. Da oben ist ein Einzelner, hier probieren wir einfach mal schnell. Dann hätten wir wenigstens die Dailies komplett, die normalen Dailies zumindest. Das ist auch wieder so richtig ekelhafter Gegner hier gerade, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die alte schaffen. Hat der das jetzt nicht gemacht? Thank you.
standgehalten. Alter, die nimmt ja gar keinen Damage. Außer durch Adelin. Ja, das war perfekt. Unsterblich, toll. Hey, die muss doch tot zu kriegen sein. Jetzt, na endlich. Ja, 2 Minuten wird gewartet. Gut, den mache ich jetzt hier nicht mehr. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge. Es tut mir echt leid. Vor allem für mich selbst. Ja, ich hätte so wahnsinnig gerne hier wenigstens einen legendären rausgeholt, wegen diesem Kack-Event hier. Das hat mich so gelockt. Es kann natürlich sein, dass wir heute hier im Markt vielleicht nochmal einen blauen Splitter ziehen oder so. Ich wüsste sonst jetzt gerade nicht, wo ich einen herbekommen soll. Ja, aber es ist nun mal so. Ist nicht zu ändern. Wie gesagt, nächste Folge gibt es dann nächsten Monat wieder am Anfang Januar müsste das dann sein. Ja, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.